So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Never Alone. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 6 angekommen. Und ich muss euch sagen, ich habe seit 2 Wochen kein Spiel mehr wirklich richtig aufgenommen. Es ist jetzt so viel dazwischen gekommen. Ein Umzug steht bevor, ein Jobwechsel steht bevor. Das ist alles ein bisschen viel zur Zeit. Und deshalb kam ich nicht wirklich dazu aufzunehmen. Und bin mir auch gar nicht mehr so sicher, wo wir hier eigentlich stehen geblieben waren. Ich nehme auch gerade mit dem neuen Mikrofon auf. Ich denke mal, das werdet ihr jetzt gerade hören. Ah, wie ging denn das? Ah, so mit X. Ich muss echt, ich weiß nicht mal mehr die Steuerung. Müssen wir erstmal wieder hier reinfinden in das Ganze. Spring drüber, genau. Und jetzt. Ach, scheiße. Obwohl, das geht doch so genauso. Können wir jetzt hier so hoch springen? Kommt der Wolf jetzt hier hoch? Nee, ne? Jetzt mussten wir den nochmal hochschieben. Genau, das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge. So. Und... Ah, nein! Ich glaube, die kommt hier so hoch. Genau. Weiter geht's. Ah, ich freue mich mal wieder richtig, das Spiel spielen zu können. Ey, ich habe sogar ein bisschen vergessen, wo wir... Oh, was ist das? Okay, stimmt, hier waren wir stehen geblieben. Da kann ich mich noch an die Geschichte erinnern mit den Nordlichtern, die auf die Erde hinabsteigen, Köpfe abhacken und dann damit Fußball spielen. Diese Gruselgeschichte, ich glaube, das hatten wir sogar in der letzten Folge. Deswegen denke ich nicht, dass die so freundlich sein werden und uns erwischen dürfen hier. Ich kann nochmal probieren, was passiert, wenn die uns erwischen, aber ach, egal, nee. Wir versuchen es einfach so weiter. Aha, okay. Ich habe verstanden. So geht das nicht. Na gut, da war meine Vermutung ja schon mal richtig, dass wir auf keinen Fall hier gefasst werden dürfen von den Nordlichtern. Jetzt müssen wir definitiv mit dem Fuchs hier, glaube ich. Diesen tun und die Plattform da links runterholen. Ah, verpiss dich. Oh Gott. Ja, so richtig runter willst du natürlich nicht. Ah, okay, jetzt habe ich ja hier die Seile. Nein! Ah. Da kam ja auch noch eins. Verdammter Mist. Das ist ja gar nicht mal so leicht jetzt hier. So. Ah, okay, jetzt kann ich wahrscheinlich... Oh Gott, nein! Oh, das war knapp. Muss ich wahrscheinlich rüberspringen? Kann ich jetzt hochklettern? Ah, okay. Cool. Jetzt hier rüber. Und fertig. Sehr schön. Ah, fuck! Oh Mann, ey.
Ah, jetzt nimmt das Spiel schon ganz schön zu hier. Der Schwierigkeitsgrad steigt definitiv. Ich dachte, das wird jetzt hier so Lappalie bis zum Schluss, aber nein. Da ist schon. Hä? Kann ich hier nicht runter? Nö, hier ist Ende, okay. Da werden wir das Teil ja schon zu irgendwas benötigen. Ich sehe gerade nicht so richtig für was. Ach, als Gewicht vielleicht. Okay, geh du mal hier hin. Oder egal, ich ziehe jetzt erstmal hier die Kiste auf die Waage. So. Und jetzt? Ach, jetzt kann ich hier hoch. Alles klar. Ja, ich muss erstmal wieder hier reinfinden in das ganze System. Wenn man es lange nicht gespielt hat, muss man sich erstmal umgucken. Hatten wir eigentlich den Bösewicht gefasst, der das Dorf verbrannt hat? Gott, ich kann mich echt an kaum noch was erinnern. Das ist schon wieder viel zu lange her. Ich bin zu dumm gerade. Was mache ich jetzt? Scheiße. Mir fällt nicht ein, was ich machen muss. Verdammt. Das Gewicht kann ich nie auf die andere Seite stellen. Ich muss definitiv so hier hochgehen. Mit dem Fuchs. Das ist auch klar. Nur kann ich mit dem Fuchs nicht die Kiste schieben. Ah, okay. Nee. Quatsch. Jetzt bin ich echt gerade überfragt. Na, am Ende sieht man das hier sofort, was hier gemeint ist. Und ich stelle mich nur einfach mal wieder viel zu dumm an. Oder es ist wirklich nie ohne. Nee, wir können die Kiste auch gar nicht mehr. Na doch, wir könnten sie. Nee, wir können die gar nicht mehr bewegen. Gut, also ist das ja unten schon mal richtig. So viel dazu. Jetzt kommt da wieder das Polarlicht. Nein! Boah. Was kann ich jetzt hier machen? Ey, ganz ehrlich, ne? Ich sehe es nicht. Mit dem Mädchen komme ich hier nicht hoch. Müsste ich aber eigentlich, um die Kiste runterzuschieben. Die untere Kiste kann ich nicht mehr wegmachen. Was soll ich nur tun? Ah! Nee. Das geht auch nicht. Nein. Da muss ich doch irgendwie, sagt man, Freunde, das ist jetzt gerade ein bisschen peinlich hier. Ich meine, gut, ich habe das Spiel lange nie gespielt, aber das ist, glaube ich, kein Grund, jetzt hier so zu versagen. Hep, so, jetzt hier hoch. Ich sehe es absolut gar nicht. Wo muss ich hin? Bin ich so dumm? Das war, hat so geklungen, als wäre es ein bisschen zu tief gewesen, aber zweimal geschüttelt und schon geht die wilde Party weiter. Jetzt komme ich nicht mal mehr hier hoch, ne? Oh, ist das unfassbar. So, nochmal. Hoch. Und jetzt? Ey, das ist die peinlichste Folge ever. Ohne Witz. Kann ich die Kiste irgendwie. Nee. Was? Ich kann. Oh, habt ihr das gesehen? Ey, das habe ich nicht gesehen, dass da ein Seil ist, ne?
Ah, zum Glück habe ich einfach mal X gedrückt. So viel dazu. Sehr schön. Okay, so, jetzt können wir hier weitermachen. Ach, komm runter hier. Ach, das soll gar nicht in die Richtung, sondern in diese. Aha. Alles klar. So. Hä, warum? Ach so, ziehen kann ich. Drücken nie. Völlig logisch. Ist das... Oh. Scheiße. Na, jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, meine lieben Freunde. Wir spielen jetzt schon wieder knapp 11 Minuten und wir haben noch nichts geschafft. Das in diesem Spiel. Das tut mir sehr leid, wenn es ein bisschen langweilig wird, aber irgendwie habe ich das mit dem Seil einfach nicht gesehen. Ah, ich hasse das Spiel so sehr. Mann, ey. Das ist so eine frickelige Steuerung an manchen Stellen, gerade mit dem Fuchs hier. Ich fange gleich zu heulen, ehrlich. Ey. Man muss wirklich unten dran, denn das hätte man so viel einfacher machen können. Bei aller Liebe für dieses Spiel, aber manchmal ist es ein bisschen nervig. So, Nubiat-Mädchen, zeig mal deine Kletterskills. Jetzt sind wir gleich tot, ist ja wunderbar. Oh, doch nie. So. Komm runter, Fuchs, sonst sehe ich nichts. Jetzt können wir es auf einmal schieben, oder wie? Na gut, egal. Ah, der Geist. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Oje, 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 oje. Kann ich hier irgendwas? Ne, ich muss mit dem Mädchen hoch, oder? Den Sprung hätte ich eigentlich geschafft. So, nochmal. Ach, hier ist ein Seil. Okay. Dann schwingen wir uns mal tarzanmäßig rüber. In der Hoffnung, dass der Geist uns nicht trifft. Oh Gott, das geht doch schief. Das geht doch schief. Nochmal. So. Letzter Schwung. Und... Sehr schön. Ist echt ein bisschen gefährlich. Das Ganze. Oh Gott, nein! Freunde. Das war wirklich unschön. Jetzt mache ich denselben Fehler nochmal. Nein! Huch! Das gibt's doch nicht! Hä, wie soll man da ausweichen? Die Geister sind ein bisschen das erste nervige Part hier. Gott. Jetzt ist der runtergefallen. Ich fasse es nicht. Versuch Nummer 3. 100 gefühlt. So, jetzt aber. Rüber hier. Ja, der Schneesturm ist wirklich ganz schön heftig jetzt. Ich höre auch kaum noch was. Ich muss noch ein bisschen die Lautstärke runter drehen hier.
So, Fuchs, das ist dein Part. Hoch hier. Ja, dieses Teamwork, das ist schon geil. Man kann das ja auch, das habe ich aber glaube ich schon mal erwähnt am Anfang des Let's Plays, das kann man auch im Multiplayer spielen. Dass sozusagen einer den Fuchs steuert und einer das Mädchen. Das macht bestimmt auch Laune, kann ich mir gut vorstellen. Mal schön hinlegen, nicht vergessen. Wow, verdammt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar keine Testaufnahme gemacht habe. War einfach gestartet. Gucken mal, der Ton passt soweit. Aber eigentlich hat es ja nichts geändert, das sollte eigentlich passen. Ja, ist ja cool, ey. Ah, bleiben wir mal lieber liegen. Ach, da hätte ich springen müssen. Oh. Aber manchmal verzeiht einem das Spiel doch nichts, ne? Aber die Speicherpunkte sind sehr human gesetzt. Da geht das schon. Ich freue mich schon auf die nächste, auf das nächste Video, was wir freischalten. Ich finde die immer so geil irgendwie. Nein! Dieser Wind, ne? So, jetzt volle Konzentration. Und Absprung. Perfekt gelungen. Wie geil. Ich glaube, das Mädchen hätte auch mit hochgemusst, oder? Ich muss noch ein bisschen leiser drehen. Das ist echt krank fucking laut. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. Der Sturm ist ganz schön heftig laut jetzt gerade. Ist das Babyschrei? Hört ihr das? Oh Gott. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Warum habe ich den Charakter gewechselt? Ah. Ach nee, das sind die Vögel hier, die Geister, die das Geräusch machen. So, muss noch ein Stück vor. Der Sturm hört auf, meine Freunde. Wie ruhig das auf einmal sein kann. Ah! Was ist jetzt passiert? Dieser Wichser. Dieser dumme Penner. Erste, die Bruder. Fang sie doch, du Dummi! Du Dreckschwein. Soll das so? Wenn ja, wäre es echt traurig. Ich hoffe, ich habe was falsch gemacht. Aber ich denke, das ist Teil der Geschichte, Freunde. Ach, unschön. So viel gemeinsam durchgestanden. Und jetzt das.
Okay. Also doch nicht so traurig. Ha, das ist ja geil. Das ist gut möglich. Und mit diesem doch noch gerade so Happy End verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, liebe Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit Never Alone. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Macht euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss, bis dann.